24 Tim ist mein Idol einfach. Ich möchte genauso werden wie 24 Tim, so erfolgreich, so gut aussehen, so cool, ja. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren extravaganten Episode. Heute gucken wir uns das Video von Alf Kevin an, die Manipulation von Julienko und 24 Tim auf Instagram. Ne? 24 Tim, Digga, so ein Typ, Digga, der verkauft seine Boxen, seine CD-Boxen und sagt so, nur noch 5 vorrätig, nun jetzt schnapp zu. Ja, Bruder, dann sind noch so 1000 oder so vorrätig. Wisst ihr, was ich persönlich immer extrem inspirierend finde? Wenn sich die Influencer so sehr um ihre eigenen Zuschauer kümmern, dass sie selbst ihr letztes Hemd dafür geben würden. Ich meine, ohne die Zuschauer wären die Influencer schließlich. Der wär's er, Alter. Ich auch nicht. Und deshalb sollte man immer stets extrem gütig sein. So oder so ähnlich fühlt sich momentan jeder dritte Beitrag von 24 Tim auf Instagram an. Yo! Ich erkläre euch mal, warum ich der Meinung bin, dass 24 Tim auf Krampf Interaktionen und Relevanz erkaufen möchte. Beziehungsweise ist vielleicht das Wort erkaufen der falsche Begriff. Er verschenkt halt einfach Geld an seine Zuschauer, damit er möglichst viel Reichweite bekommt, um dann zu profitieren, indem man attraktiver für Werbepartner wird. Ich denke nämlich nicht, dass es immer nur um das barmherzige Ausgeben geht, so wie sich 24 Tim ständig selbst in... Oh mein Gott, ich gebe 10.000, wie viel Geld haben die eigentlich, Digga? 10.000 Euro ausgeben? Okay, Steuer, ne, setzen die ab. Ja, die machen Cash, Bruder. Guck, der mit Iced Out, glitzernde Patek AP oder so. Bruder, ich mit Apple Watch. Na, so ist das Leben, ne? Die Frage, die ich mir aber immer als YouTuber stelle, ist euch... Ey, was denn das für ein geiles Emoji? SpongeBob einfach. Thema bereits nicht schon aufgefallen oder habt ihr das komplett verschlafen? Wenn ihr es verschlafen habt, dann liegt das vielleicht daran, dass ihr bereits schon im Besitz einer Emma-Matratze... Wow, Emma, geil. Und wenn nicht, dann gibt es jetzt einen dicken Sporthelden-Sale von bis zu... Er hat stark gemacht, ne? Das finde ich cool. Der hat einfach hier so gesagt, okay, Emma-Matratze. Und dann kann ich einfach das zum Thema kommen. Das ist cool, Mann. Das mal natürlich vorab. Das hier ist meine persönliche Sicht der Dinge. Es kann natürlich durchaus sein, dass er das alles immer nur für die Zuschauer macht, weil er diese so extrem liebt, was ja dann auch wirklich toll ist. Damit wäre er ja auch für mich eine unfassbare Inspirationsquelle. Da wir aber hierbei natürlich auch von einem Meinungsblock sprechen, erzähle ich euch jetzt einfach mal, was ich darüber denke, aus meiner persönlichen Sicht. Ich beziehe mich jetzt hierbei einfach mal auf das letzte Vierteljahr auf Instagram und gucke, wie viele Gewinnspiele 24 Tim auf seiner Hauptseite so gepostet. Ich habe ein Gewinnspiel gemacht, weil ich fand das cool, so mal was zurückzugeben. Also, was ich wirklich komplett selber bezahlt habe. Seit dem 17. eigene Tasche. So, oder? Eins oder zwei? Ich glaube eins. 24 Tim 47. Das war so cool, weil ich hatte so iPhone und so verlost. Beiträge, während einfach über 13 Beiträge davon Gewinnspiele waren oder Gewinnspiele beinhalteten. Bevor ich jetzt aber gleich Gewinnspiel für Gewinnspiel mit euch durchgehe, hat Sascha auch schon gezeigt, dass es mittlerweile eine gängige Methode ist, sich einfach Likes zu erkaufen. Dafür braucht man nicht mal Bot-Seiten. Ob das jetzt von dem Julienko ist oder von dem 24 Tim, die machen das halt beide sehr, sehr gern. Er hat seit neuestem den Trick, dass er seine Follower immer dafür belohnt, dass sie seinen letzten Beitrag... Bruder, was sind das für geile Emojis? Sieht man das? Ah, nee, der Ding, das funktioniert nicht. Das ist, ich weiß nicht, tot irgendwie. Der Chat geht nicht. Aber das sind echt coole Dinge, die du... Mit Bargeld. Der belohnt die einfach mit Bargeld. Oder mit einer Überweisung, sorry. Zwar habe ich ja eben ein Bild mit Max und Raffi hochgeladen. Genau, wir wollen 500 Euro unter allen Leuten, die dieses Bild liken, verlosen. Also wir werden eine Person morgen random raussuchen und 500 Euro überweisen. Ja, aber das Video geht ja um 24, Tim. Was hat der denn jetzt eigentlich gemacht? Das Geile ist, das Geld ist dann morgen schon auf eurem Konto. Und das Einzige, was ihr, wie gesagt, machen müsst, like das... Digga, das habe ich auch damals, das habe ich auch bei der Sascha-Reaction schon gesagt. Der Typ sitzt da einfach in einem Stadion, ne? Fußballspiel geht los und der brüllt in seine Kamera rein. Oh mein Gott, 1000 Euro Gewinnspiel, verlose ich. Digga, würde ich da rechts so sitzen und er wäre hier, ich würde so gucken. Die Bier? Ey, vorbei, ehrlich. So in 5 Minuten, das könnt ihr auch noch später machen. Und kommentiert einfach irgendwas. Ey, ich brauche auch so coole Emotes, Mann. Ich brauche jemanden, der mir auch so coole Emotes macht. Ich weiß, was ihr jetzt gemacht habt, das alles. Verstehst du das? Ich habe meine Miete nicht bezahlt, damit sie das haben kann. Also Julienko oder 24 Tim geben einfach random Zuschauern 500 oder 1000 Euro, wenn sie einen Beitrag liken, um mehr Interaktion zu haben und um auch die Reichweite zu manipulieren. Diese Beiträge, wo sie Gewinnspiele veranstalten oder Leuten einfach Geld geben für Likes, die finden... Stell dir mal vor, du musst dann einfach das Bild hier liken.
wieder in regelmäßigen Abständen statt, damit halt die Likes auf der Seite nicht den Bach runtergehen. Zum Beispiel hat 24Tim auf den letzten 3 Beiträgen nicht so viele Likes wie die ganzen Beiträge zuvor. Deswegen braucht man jetzt fast nur noch drauf warten, bis das nächste Gewinnspiel kommt, damit dann auch die Interaktion der letzten Beiträge wieder nach oben geht. Und der Sinn dahinter lässt sich natürlich ganz easy aus Influencer-Perspektive erklären. Je mehr Interaktion, umso mehr Reichweite bekommt man und das bedeutet, dass man attraktivere Werbedeals bekommen kann. Denn je mehr Reichweite auf einem Post, umso mehr Geld bekommt man. Ich glaube, das sollte jedem klar sein. Demnach sind diese Gewinnspiele und das Erkaufen von Likes ein komplettes Plusgeschäft, wenn man im Nachhinein dann irgendwelche Werbedeals über Instagram abschließt. Und ich sag's euch so, wie es ist, 24Tim ist wirklich der... Wisst ihr, warum Rohr Hund waschen? Hund waschen hatte ich früher drin, weil ich früher immer gestreamt habe. Also ganz kurze Erklärung zu den Emojis, ne? Also Postauto, weil ich bei der Post gearbeitet habe, die Flasche Wodka einfach so wegen Wodka. Paket, weil ich Pakete damals ausgeteilt habe, Strike wegen Strike, Bauarbeiterhelm wegen Mitarbeiter, Baustelle sanieren, boah, ich weiß nicht mehr, wie das Lied geht, Rohr wegen Truba, also man sagt auf Russisch, wenn irgendwas richtig dumm ist, irgendwas richtig dämlich ist, dann sagt dann, Blyat, eta vabshe Truba, so weißt du, das ist Rohr, das ist komplett Rohr, Digga, das ist Rohr. Ey, das ist gut, Digga, das müssen wir etablieren. Das müssen wir etablieren, das ist Rohr. Digga, 24Tim ist Rohr. Ey, das ist gut, Rohr ist gut. Und Hund waschen war halt immer so, weil ich habe damals gestreamt und meine Mutter war dann mit dem Hund raus. Und da musste ich den Hund dann waschen. Digga, das ist Rohr. König Truba, Rohr, das ist gut. Das jetzt aber nur als ganz kleines Hintergrundwissen, weshalb es vielleicht nicht immer nur darum geht, Leuten etwas ganz barmherzig zu schenken. Denn man macht sich am Ende des Tages auch selber als Influencer die Taschen voll und profitiert komplett davon. Wenn ihr auf YouTube jetzt dieses Video seht und bis hierhin geguckt habt, dann schreibt Rohr in die Kommentare. Für den Algorithmus. Danke, Mann. Man weiß, dass man auf jeder Ebene alles pushen kann. Schauen wir uns doch jetzt aber einfach mal seine Gewinnspielposts der letzten 4 Monate genauer an. Am 17. März ging dieser Beitrag hier online. Dieses Video geht an eine Person, die es gerade vielleicht nicht so einfach hat im Leben. Und ihr habt richtig gehört, an eine Person. Und stell dir mal vor, du hast es so wirklich nicht leicht im Leben, weil, weißt du, was ich, deine Familie gestorben ist, ne? Deine Katze ist tot. Deine Oma ist weggelaufen von der Psychiatrie oder so, was weiß ich, ne? Und dann kommt so 24Tim und dir passiert gerade, also du erleidest gerade so richtig heftige Schicksalsschläge und dann kriegst du einfach von 24Tim eine nagelneue PlayStation 5. Oh mein Gott, cool. Kam mir eine ganz, ganz, ganz verrückte Idee. Wahrscheinlich wird mein Handy komplett explodieren, aber wer auch immer um 12 Uhr mein neues Bild als erstes liked, bekommt alle 4 Sachen. Sagt am besten euren Freunden Bescheid, denn so einfach war es noch nie. Übrigens, ganz wichtig, das geht an die Leute, die es in letzter Zeit wirklich sehr, sehr schwer hatten. Was er übrigens beim Verlosen ja nicht mal wissen kann, ob die es wirklich schwer hatten, die dann am Ende des Tages dort gewinnen. Also ganz klar, man merkt auch schon zu Beginn. Digga, das ist Rohr. Ich sag ehrlich, Digga, Truba. Alter Truba. In der Story, wie emotional er ist, wie er Leuten, die in schwierigen Situationen stecken, helfen möchte. Und das macht dann 24Tim auch einfach nochmal ein Stück. Was hast du geschrieben? Chorza Wurlap? Nee, das kann ich gar nicht lesen, Digga. Was ist das? Wurlap? Blätt? Was ist Wurlap? Diese Menschlichkeit. Naja, ich möchte mich jetzt nicht weiter drüber lustig machen. Ich will ja auch gar nicht das Prinzip von generellen Gewinnspielen jetzt hier schlecht reden. Ist ja schön, dass er seiner Community dann am Ende des Tages irgendwas zurück... Ach so. Ich schaue so Wurlaub. Ah, okay. Urlaub. Okay, jetzt verstehe ich. Ne? Ja. Türkei. Das will ich jetzt gar nicht haten. Eine Woche später machte dann 24Tim eine Osterhausparty und 6 Leute von seiner Community hatten dort die Möglichkeit, mit ihm in seiner privaten Wohnung zu feiern. Und normalerweise legt ja jeder Influencer sehr viel Wert auf seine eigene Privatsphäre, dass die Leute nicht wissen, wo man wohnt. Ja, lass einfach in meiner Wohnung feiern, Bruder. Kommt alle hier, Halle 10. Könnt ihr alle in den Hintergrund setzen. Hier, der eine ist schon da. Seht ihr den? Utgablet ist schon da. Tim ist da wirklich anders, denn er hat die Leute wirklich zu sich persönlich eingeladen. Klar, oder ich habe diese Emojis gemacht. Ich lade auch mal random Leute zu mir nach Hause ein. Da kann ja praktisch gar nichts schief gehen. Aber gut, das ist am Ende seine Sache. Ich fand es so einfach ziemlich lustig. Alles, was Digga, man aber hier GG-Bonus wieder am Start, Junge. Natürlich auch wieder tun musste, ist liken, gemacht? Zu kommentieren und natürlich auch den Lachs zu teilen. Hauptsache der Post, der geht viral. Und Porsche auf die 1 ist immer da.
Oder seinen Namen mag ich, der ist immer da, Digga. Porsche auf die 1 ist auch cool. Aktion, die geht nochmal ein Stück weit in die Höhe und man kann sich als derjenige verkaufen, der für seine Community wirklich alles ja, gibt. Das ist übrigens cool. Auch der Grund, weshalb der Beitrag fast 300.000 Likes hat und nur entspannte 45.000 Kommentare aufwies. Ich denke aber natürlich aus emotionaler Sicht, dass er das Ganze gar nicht aus Business... Ja, okay, wenn es nur ein Joke war, Digga, dann kannst du ja nochmal 100 Subs raushauen, ne? Spaß, ey, hör auf. Sondern Tim... Aber Porsche auf die 1 hat bekommen! Porsche auf die 1, geil. Ey, danke, Mann, für deinen Sub. Eine Aktion und einfach mit 6 Randoms abhängen, weil das halt ultra Bock macht. Er schrieb bei der Auflösung schließlich auch, dass ihm seine Community die Welt bedeutet und dass das auch... Mann, das ist auch crazy, ne? Beim Wohnzimmer schlafen, 1 Stripper. Was? Warte. Ey. Das ist Rohr, Bruder. Das ist wirklich Rohr. Mit 6 fremden Menschen in meinem Wohnzimmer schlafen. 1 Stripper, Bro, stell dir mal vor, Digga, irgend so eine 6-Jährige macht da mit, ne? Und die gewinnt einfach. Sie sagt zu ihrer Mutter, ey, darf ich bitte bei 24 Tim übernachten? Das ist mein Idol und so. Da kommt einfach ein Stripper. Bruder, das ist Rohr. Das ist wirklich Rohr. So bleibt. Was ein Ehrenmann. Eine Woche später fand dann auch direkt das nächste Gewinnspiel statt. Wer hätte das gedacht? Und das hatte dann auch gleich mal ganz entspannte 360.000 Likes. Denn dort konnte man... Gibt's da auch Stripper? Einfach 90 Sachen gewinnen, die alle einen ziemlich... Schulden begleichen, Nancy Schild Schulden begleichen. Boah, ich will 4 gewinnen, Digga. Weißt du, was ich denn einfach mache? Dann gehe ich einfach zu Porsche, dann hole ich mir einen GT3 RS und dann habe ich ja Schulden und dann kann der das einfach bezahlen. Das ist cool. Hohen Wert hatten. Unter anderem beispielsweise einen Koffer mit 5.000 Euro drin, eine Reise und vieles mehr. Alles, was man dafür tun musste, war folgen die letzten 10... Aber guck mal, dann gewinnt irgend so eine Lilly C. Kaufmann, Digga. Die hat dann so die einzigen Schulden, die sie hat, ist so 10 Cent bei einem Mitschüler von ihr, weil sie 10 Cent ausgeliehen hat, weil sie 12 ist oder sowas. Beiträge... Junge, ich bin ein Mädchen. Oh. Tut mir leid. Aber dein Name ist trotzdem cool. Ich sag die ganze Zeit Bruder. Dann Schwester. Tut mir leid. Markieren. Und für mehr Chancen soll man doch auch einfach den Beitrag in der Story posten und Mitglied in seinem Tagebuch auf Instagram sein. Bitte erklärt mir dabei, wie er jetzt mehr Chancen für dieses Zusatzlos mit einberechnen konnte. Macht er das mit einem Rechner? Sucht er das zufällig aus? Wie macht er das? Also wird das Ganze jetzt hier gar nicht zufällig ausgelost, sodass man das auch wirklich mit einberechnen kann? Oder wie kann ich das verstehen? Ich sag die ganze Zeit Bruder. Weil man weiß ja hierbei noch nicht mal, wie hoch jetzt die Wahrscheinlichkeit ist, dass man mit diesem Zusatzlos extra gewinnen kann. Aber gut. Ihr seht, eine Sache ist ziemlich eindeutig. Es wird regelrecht danach gebettelt, dass man sämtliche Beiträge auch... Like das Verlosungsbild und meine letzten 10 Beiträge, yeah. Junge, was ist das, Digga? Ey, Rohr, Bruder. Das ist Rohr, ey. Nachträglich noch liken soll. So sieht es nämlich dann auf seiner Seite aus, als würde Tim wirklich ultra viele Fans haben, die alle hinter ihm stehen und das, obwohl er am Ende des Tages diese Likes dort kauft. Und ganz wichtig, es wird natürlich noch betont, dass man sich mehrere Accounts erstellen kann, um noch eine größere Chance zum Gewinnen zu bekommen. Denkt dran, wenn ihr mit mehreren Accounts mitmacht, dann ist natürlich eure Gewinnchance am Ende des Tages höher. Ja, mach am besten mit 20 Accounts. Das ist alles, was ich sagen wollte. Und ich küsse euch und freue mich schon, wenn ich ein paar Sachen... Oder weißt du, er verlost einfach so random Stuff einfach so. Warum PlayStation, aber auch gleichzeitig ein Staubsauger, Digga? Vielleicht schon persönlich. Oder so, imagine, du bist ein Junge, willst PlayStation gewinnen, aber kriegst dann so... Soll ich nach Hause bringen? Das hier, Küchengerät. Diese Like-Zahlen auf seinem Profil könnten unseriöser kaum sein. Denn man weiß ja jetzt nicht bei diesen Beiträgen, ob die Zuschauer jetzt 24... Und es gibt halt einfach niemanden, ne? Das finde ich auch krass, ne? Wenn Ellie Geller so ein Gewinnspiel gemacht hat, da gibt es so in meinem privaten Umfeld so viele Leute, die das auch in der Story geteilt haben und so weiter. Bei 24Tim, niemand macht das aus meiner... Ah, doch. Aber der habe ich entfolgt, weil die ist komisch. Das war's, also niemand macht das. Feiern oder bloß bei dem Gewinnspiel... Wenn er Arsch zeigt, einen Sub... teilnehmen wollten und ihn deswegen geliked haben. Naja, aber Tim ist doch so gütig und am Ende des Tages will er doch... 5 Euro Arsch zeigen? Nein, Bruder. ...geben. Einen Eigennutzen kann man ihm hierbei natürlich zu 0% unterstellen. Das würde ich hierbei auch niemals machen. Man muss nur mehrere Accounts erstellen und dann hat man einfach eine noch größere Chance. Im Übrigen recycelt er auch dieses 90-Sachen-Gewinnspiel auf seinem Instagram-Account Stück für Stück. Dazu erstellt er nämlich noch mehrere Beiträge, um zu zeigen, was er für seine Community alles hergibt. Junge. So kam...
Danke, Bruder, GG Bohne, ich küsse doch dein Herz, aber übertreib bitte nicht. Lass es, Bruder, übertreib nicht. Ich will nicht, dass du dann finanzielle Probleme hast. Kurz nach seinem Gewinnspiel dieses Video online. Alle Menschen da draußen, die dieses Jahr an Ostern leer ausgehen werden. Und ich meine wirklich... Mein Gott, guck mal, Ostern, Bruder. Seit wann ist Ostern bitte so krass kommerzial... Blöd, ihr versteht, was ich meine. Seit wann ist es so heftig, Digga, dass man an Ostern was geschenkt bekommen sollte? Oder an Ostern, weißt du, wie ich meine? Warum? Digga, die übertreibt, er holt Toten raus. Ostern, Bruder, Louis Vuitton und so. Alle Menschen, Jungs und Mädels, mir ist es ganz egal, wer das ist. PlayStation 5, alles, Digga. Ich denke an euch. An ja, insgesamt. Du denkst an mich, an Ostern, Digga, an Ostern. Das ist Rohr, das ist crazy Rohr. Zwei Tagen war ich für euch in der Stadt und habe wirklich die komplette Sau rausgelassen. Und über einen Monat nach dem Gewinnspiel kam... Was ich auch crazy finde... Stadt und habe wirklich die komplette Sau rausgelassen. Der bezahlte einfach 2400 Euro einfach so mit Karte. Bruder, wenn ich das mache, alles wird immer blockiert. Und ich gehe dahin schon zur Bank und sage, ey, bitte, erhöht doch einfach dieses Konto. Die sagen einfach, nee, geht nicht. Du hast Jugendkonto, Kinderkonto. Bruder, ey, wirklich, mein Gott... Mein Businesskonto ist ein Kinderkonto, was ich so mit 16 eingerichtet habe. Und das ist kostenlos, weil es halt ein Kinderkonto ist. Und eigentlich hatte meine Mutter darauf Zugriff, aber das hat sie dann halt nicht gemacht. Und ich glaube, bis ich, keine Ahnung, 22 bin oder so, nee, bis ich 25 bin, ist ein Kinderkonto. Und ich kann das Limit nicht erhöhen, Digga. Limit ist so, glaube ich, 1.000 Euro oder 2.000 Euro. Bruder, ich tätige Überweisungen, ich muss da anrufen. Oder ich muss dann intern irgendwie, also bei Überweisungen geht es, da ist nicht so das Problem, aber wenn du irgendwo draußen so bezahlst mit Karte, wird dann einfach abgelehnt. Bruder, es ist, also klar, man tätigt jetzt nicht jeden Tag 1.000 Euro Kartenzahlungen, das wär's, Digga. Aber so, wenn du es einmal machst oder sowas, wenn du zum Beispiel, als ich die, ich habe eine Uhr gekauft, eine Cartier, Digga, also wirklich, das war peinlich. Ich stehe da, ich kann mit Karte nicht bezahlen, es geht nicht, dann musste ich einfach einen Teil mit der Karte bezahlen, dann bin ich nämlich zum Bankautomaten gegangen, habe da 1.000 Euro abgehoben und mehr konnte ich nicht, weil wird ja dann auch gesperrt, du kannst nur 1.000 Euro täglich, dann musste ich zum Schalter gehen, Digga, und die sagen mir einfach so, ja, hier, das Limit, dann sage ich, ja, das war wirklich mies peinlich. Das war so richtig peinlich. Aber hey, ist alles cool, Digga. Also ich bin froh, dass ich in der Lage bin, überhaupt so eine Uhr zu kaufen. Über einen Monat nach dem Gewinnspiel kam das hier online. Tom Werner, du hast mich nicht richtig verstanden, als ich das geschrieben habe im Chat, habe ich einfach einen Timeout bekommen und meine Nachricht wurde gelöscht, weil ich Tom Werner auf die 1 geschrieben habe. Hä? Warum? Also bei Bachelor Baby. Ach so. Ja. Geht an alle Jungen dem ist eh egal. Und auch Mädchen, die gerade ein kleines Wunder gebrauchen können. Falls ihr mich schon ein bisschen länger kennt, dann wisst ihr, dass ich es liebe, Menschen eine Freude zu bereiten. Und dieses Mal haben eben auch die Jungs die Chance. Aber was ist überhaupt das Besondere? Ganz einfach, am Mittwoch sage ich euch schon, wer die 90 Sachen hier im Hintergrund bekommt. Und es ist wirklich alles dabei. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist... Like. Ja, aber ein Porsche ist halt nicht dabei. Dann und halt das Video, nicht. Markiert drei Freunde und schickt mir einfach nur, was ihr haben wollt. Beeilt euch. Also spätestens jetzt bin ich absolut davon beeindruckt, dass es Tim hier einfach nur ums Verschenken der Produkte gibt, dass er seiner Community etwas Gutes tut. Und nicht darum, seinen Kanal hier in die Höhe zu pushen mit manipulativen Methoden. Und das nur, damit er für irgendwelche Werbepartner und Deals attraktiver wird. Tim hat natürlich auch anlässlich der EM Tickets plus Hotelübernachtungen verlost, obwohl er selbst mal meinte, dass ihn Fußball eigentlich gar nicht interessiert. Aber okay, am Ende des Tages ist das auch seine Sache. Auch hier waren allerdings die Bedingungen wieder ziemlich ähnlich gewesen. Ich habe das absolut Verrückteste gemacht. Ich habe für 48.000 Euro eine private... Ja, das Ding ist einfach, das fuckt richtig ab. Der hat nur Kinder als Community. Da kommen Leute einfach in meinen Chat, gell? Und die schreiben nicht so, hä, weißt du, die fangen dann direkt an zu beleidigen. Die schreiben da irgendwelche dummen Sachen in den Chat. Ich ignoriere das meistens. Aber, ja, weißt du, das ist halt komisch, Digga. Warum? Mein Gott, ist doch scheißegal. Das ist jetzt schon... 2 Jahre her, Digga, dass ich da Video gedreht habe und die kommen immer noch in meinen Stream, Digga, und jedes Mal und schreiben irgendeinen Kack rein. Fußball-Lounge gemietet im Stadion in Frankfurt für das EM-Spiel Schweiz gegen Deutschland am 23.06. Und ich werde mit 5 Frauen und mit 5 Männern aus meiner Community... Man darf nicht vergessen, dass René 10 Jahre auf dem Bau gearbeitet hat, Digga. ...dort hingehen. Ja, es ist wirklich krass. Und nach dem Spiel werde ich auch mit den Leuten, die Bock haben, in Frankfurt Mixe. In einer Luxus-Suite übernachten. Na, mit Skyline. Das sieht
unfassbar krass. Aber ich will nicht mit dir irgendwo übernachten, Digga. Darf ich auch irgendwo übernachten, wo ich, wo du nicht dabei bist? Oder warum muss er dabei sein? Ey, Mann, ey, CHG. GHG. Nein, GHG, das ist der Basti. Ey, danke, Mann, für deinen Sub. Schon und wieder. Ja, das Einzige, was ihr machen müsst, sind eigentlich nur zwei Sachen. Und zwar natürlich ein Abonnent von mir sein. Und nee, dieses Bild hier liken und mein. Oh, schade. Ja, da kann ich leider nicht mitmachen. Das ist. Da ist schon. Letzten 10 Beiträge. Und einfach nur jemanden markieren, mit dem ihr kommen wollt. Oder mit der. Ne? Also Männer und Frauen. Das ist eigentlich alles, was ihr machen wollt. Also die Teilbedingungen sind so einfach. Ja, also klar, es gibt zwei Bedingungen. Freunde markieren, 10 Beiträge liken, folgen, das Bild in der Story teilen und 10 Beiträge liken, leck mich. Podcast-Channel folgen. Ach nee, die letzten Sachen waren ja bloß ein Zusatzlos, wo man seine Chance erhöhen kann. Und man weiß immer noch nicht, wie das die Chance überhaupt erhöhen kann bei der Auflösung. Verrückt aber, dass man seine Bilder immer wieder nachträglich liken muss, um dort überhaupt teilzunehmen. Auch Bruder, ey, GG Bohnemann, es reicht. Aber vielen Dank, Mann, Bruder. Ist wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Das Gewinnspiel hat er weh, dann wieder. Weh für GG Bohne. Mehrere Beiträge genutzt, um den Algorithmus noch mehr zu pushen. Oder der hat insgesamt 45 Abos auf diesem Kanal verschenkt. Ist Lohn bei dir gekommen, oder? Ist Lohn bei dir gekommen, oder? Ne? Ja. Um aufzuzeigen, wie gütig er doch ist. Am 4. Juli postete er dann dieses grandiose Gewinnspiel. Video geht an alle Jungs und Mädels, die es vielleicht gerade nicht so leicht im Leben haben. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch eventuell Schulden haben, die Miete nicht zahlen können oder auch einfach mal wirklich fett shoppen gehen wollen oder sich einen Urlaub wünschen. Und weil ihr mir wirklich jeden Tag so viel gebt, habe ich mir überlegt, ich fahre jetzt zur Bank, hebe 5.000 Euro Bargeld ab und das alles, das müsst ihr euch jetzt mal reinziehen, bekommt eine einzige Person. Und das Einzige, was ihr machen müsst, heute um 20 Uhr hier vorbeischauen in das... Guck mal, das ist halt auch crazy, ne? Da gibt es halt solche Leute, die schreiben das hier rein. Meine Freundin hat es gerade nicht so leicht, ihre Mutter vor knapp 2 Monaten verstorben ist, sie hat bald Geburtstag und ihr möchtet gerne das Geld schenken. Die hat nie im Leben gewonnen. Und das war's. Fällt euch das auf? Gefühlt jedes Gewinnspiel geht an Leute da draußen, die es einfach nicht so leicht im Leben haben. Und da kann man emotional dagegen wirken und ein Gewinnspiel veranstalten. Mann, 24 Tim, du bist es einfach. Aber allein der Beitrag, der hat fast 400.000 Likes, was wirklich super insane ist. Leider weiß ich jetzt an der Stelle nicht, was um 20 Uhr in seiner Story zu erkennen war, dass er extra mit einem Hauptbeitrag diese Story pushen musste. 3 Tage später kam dann dieser Post hier online von 2 Menschen, die definitiv nicht kapitalistisch und materialistisch wirken. Video geht an alle Jungs und Mädels, die es gerade nicht so leicht im Leben haben. Wir beide, Julian und ich, haben heute, glaube ich, das Verrückteste aller Zeiten gemacht. Ja, nämlich das ganze Geld, was Tim auf seinem Konto hatte, abgehoben. 1.500 Euro! Ach, hör auf, es war auch deins. Also, es sind auf jeden Fall 10.000 Euro. Und das Einzige, was ihr machen müsst, ist, uns hier zu folgen. Und das war's schon. Natürlich gab es auch hier wie immer einen Zusatzlos. Ich dachte nämlich kurz wirklich, dass man nur folgen muss, um dort teilzunehmen. Aber nein, natürlich soll man auch die 3 letzten Beiträge liken. Eine Woche später kam dann noch ein 50.000 Euro Gewinnspiel online. Video geht an alle Jungs und Männer da draußen. Ja, ich hab's verstanden, an wen es geht. An Jungs und Mädchen, aber nicht an Hunde. Also bin ich raus, Digga. Mann. Ich kann nie mitmachen, Digga. Nicht zu es geht nur immer an alle Jungs, ne? Und Transfrauen und die Leute, die sich als Helikopter identifizieren, die sind damit nicht gemeint. Geht. Digga, und ich meine wirklich so, an. Alter, der ist so rassistisch, ehrlich. Alle Jungs da draußen. Und hier seht ihr jetzt mal alle 90 Sachen. Also, es ist so unfassbar viel. Und ich will nochmal betonen, Jungs, mir ist so egal, wie alt ihr seid, woher ihr kommt. Ob ihr Deutsch, Türkisch, Spanisch oder sonst was seid. Es gibt sogar eine Maledivenreise. Ich werde eure Schulden begleichen und so. Ja, aber ganz ehrlich, ich zahle einfach beim Finanzamt meine Steuern nicht. Dann irgendwann so über 3 Jahre, da habe ich, keine Ahnung, so 100.000 Euro Steuerschulden. Und dann kannst du die gerne begleichen. Denkt ihr, er wird machen? Schon mal vor, ich sage so, yo, ich habe so Schulden. Und wie viel hast du? So 100 Riesen. Ja, okay. Alter, ey, das ist so crazy. Und das Einzige, was ihr wirklich nur machen müsst, ist, liked und teilt dieses Video, markiert 3 Freunde und schickt mir einfach nur, was ihr haben wollt. Also seid ein Teil meiner Community und das war's schon. Wow, habt ihr es gesehen? Wir Männer müssen nicht mal 10 Beiträge im Nachtrag liken. Das erklärt wahrscheinlich auch, weshalb der Kanal jetzt in den letzten 3 Beiträgen nicht mehr so viele Likes gemacht hat. Das ist wirklich unglaublich. Aber es lässt sich eine Sache jetzt spätestens nach dem Video sehr stark erkennen. Immer wenn diese Gewinnspiele online kommen oder in Stories irgendwelche Bilder gepusht werden, merkt man, dass seine Beiträge und Inhalte wirklich viele Likes bekommen. Sobald aber mal keine Gewinnspiele kommen, dann
machen die Beiträge auch plötzlich gar nicht mehr so viele Likes. Stellenweise sieht man... Oh, nur 100.000. Ja, nur noch ein Drittel oder auch die Hälfte von den Likes, die er sonst so bekommt. Was aber auch wiederum erklärt, dass sich dieses Business von Likes erkaufen lohnt. Und demnach kann man ihm das ja fast schon aus Business-Ebene nicht mal verübeln. Meine Vermutung ist, dass man aber mit dem Verschenken von so vielen Produkten und von so viel Geld eher einen eigenen Nutzen sieht, weil man weiß, dass man dadurch auch extrem viele neue Zuschauer auf seinem Kanal bekommt, wenn man denen wortwörtlich Geldscheine vor die Nase hält. Mir persönlich wirkt das unfassbar materialistisch und ziemlich eigennützig, nicht so, wie es permanent dargestellt wird, als sei Tim mega gutmütig zu seiner Community und möchte ja bloß geben. Aber was soll's, solange er das immerhin korrekt auflöst, ist das noch alles relativ legitim. Ich feiere das trotzdem nicht, weil das schon ziemlich manipulativ wirkt. Ich wollte mit diesem ganzen Video einfach bloß mal aufzeigen, dass diese Gewinnspiele auch noch einen anderen Nutzen für Influencer haben. Und da würde es mich jetzt natürlich interessieren, was ihr dazu sagt. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Like gern dieses Video und natürlich auch meine letzten 10 Beiträge. Sonst seid ihr richtig ekelhafte Menschen und das würde ich euch sehr verübeln. Und damit wünsche ich euch jetzt noch... Ausnahmsweise, Digga. Diese Leute würden so weinen, wenn sie einmal normal arbeiten müssen. Kann sein, dass das aus der Luft gegriffen klingt, besonders weil das Thema aktuell ist, aber mir kommt das so vor, dass 24 mit Sabine-Tricks bedient, dass sie hier schon YouTube bewertet haben, natürlich wesentlich kleinerer Umfang. Also ich glaube schon. Ich glaube auch nicht. Also ich denke, der hat da schon recht, der Alpha Kevin. Ich denke, der hat da im Großen und Ganzen schon recht. Weil ich glaube auch nicht, dass er das einfach so verschenken will, möchte, weil er sich so denkt, ah ja, ich tue was Gutes. Der profitiert da auf jeden Fall und der profitiert da mehr, als ihr gerade denkt.